So ist die. Okay. So, und damit noch einmal herzlich willkommen. Ah, okay, da läuft doch Musik. Wow, so ist eine Nacht perfekt. Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Skyward. Ja, ich habe ein bisschen. Ich bin ein bisschen geredet. Ich habe etwas länger daran gesessen, diese. Hier, die Soul Vials und alles zusammen zu. Leute, ich sag's euch. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der Lage, Ender Crystals zu machen. Und auch einen Ender-Resonator. Die Octadeka Passivtor habe ich schon vorbereitet. Vibrant Crystal fehlt mir noch einer. Den können wir noch eben schnell machen. So. Dann packen wir nämlich. Geht das noch? Geht das nicht? Nein, okay. Geht. Achso, das wollte ich machen, genau. So, das hole ich schon mal da raus. Das muss ich überlegen. Das war einmal der Enderkopf, die und der. Genau. Und dann können wir nämlich. Jetzt habe ich es gelöscht. Dimensional Transceiver einmachen. Und dann, sobald die beiden hier. Ach, der ist fertig. Der ist fertig, da machen wir direkt nochmal noch einen hinterher. Bei dem ihmchen hier genauso. Da. Denn dann können wir uns gleich dazu begeben, das RS-System zu verschieben. So, ja, das Ding läuft auch schon die ganze Zeit. Ich will gar nicht wissen, wie viel da drin ist. Ich habe jetzt hier so eine Goldkiste mal hingetan und alles rausziehen lassen. Wir machen das mal ebenso. Dann hat er zwar jetzt gleich keinen Strom mehr, aber das ist mir gerade voll egal. Obwohl, der kann das, glaube ich, auch hier weiter rausziehen. So, er sendet. Wir machen jetzt einfach hier die Strom. Eine Frequenz, die nennen wir Strom. Add Channel. Ja, ist ja egal, ob es public ist oder nicht, weil wir sind hier eh. Ne? So, das Ding, das sendet lediglich Strom. Dann probieren wir das mal einfach mal aus gleich. Brauchen wir da gerade was von? Ich glaube gerade nicht. Obwohl wir könnten. Ach, fuck, ich hab. Na, super, das habe ich jetzt verpeilt gerade. Ich warte noch kurz eben ab, bis der fertig ist. Wie cool sich das dreht auch. Jetzt habe ich auch so eine 1/10er-Sache, dass die Sachen so ein bisschen mehr was tun können, ne? So, es kommt nämlich hier. Le ME-Kern kommt einfach mal nach dort, würde ich sagen. Der hat sogar noch Strom. Ist ja cool. Dann packen wir den Dimensional Receiver, Transceiver einfach dahin. Und der received Strom. Achso, ich muss den hinten noch auf Senden, glaube ich, machen. Oh, da kriege ich eine 2 WhatsApp. Also, so. Es leuchtet der und ich glaube, da hinten dürfte dann jetzt auch leuchten. Ich guck mal kurz was nach, was. So, Entschuldigung, das. So. Gucken wir mal kurz. Das Ding leuchtet, das Ding kriegt Ström. Super. Dann, wir machen das erstmal gerade kurz nochmal ganz, ganz easy hier zusammenbauen, damit ich. So. Denn. Ach so, die Fest. Ach so, ich habe jetzt den Crafter dahin gebaut. Auch gut. Ich wollte eigentlich.
das hier hinbauen und dann die Disks da einsetzen, damit wir hier wieder drauf zugreifen können. So, wir brauchen nämlich Cable. Achso, das muss man jedes Mal neu einstellen. Auch cool. Logic Cable, Cable, Cable. Können wir die so machen? Perfekt. Weil das Ding kommt jetzt einfach. Wir machen noch mal ein paar Cable. Zack. Komm jetzt mich doch noch mal ab. Denn ich hätte das gerne. Ich hätte das gerne in der Wand. Und dem hier dahin. So. Und dann ist, bin ich gerade noch unsicher, ob der jetzt, wenn ich mache jetzt mal eben das hier, wenn ich das jetzt hier mache, ist das trotzdem drin? Ja, super, okay, der verbindet die alle. Ich weiß aber nicht, inwieweit der die verbindet. Zur Not machen wir die ganzen Kabel einmal hier überall hinter. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. So, das Ding ist leer, das können wir jetzt mitnehmen. Und packen wir nämlich auch nach oben. So. Au. Jetzt haben wir nämlich das ME-System schon mal da, wo es sein soll. Weil jetzt würde ich hier die Etage, würde ich wirklich nutzen, nur für die Storages. Und dann kommt man eventuell dann hier nochmal höher und dann sind hier oben die ganzen Autocrafting-Sachen, habe ich mir so vorgestellt. Dass wir da so einen riesen Turm bauen. Fände ich auf jeden Fall cool. So, ich mach mal. So, ich packe das mal eben den ganzen Kappes hier wieder weg, was wir gerade nicht brauchen. Die funktionieren. Super, dann hole ich mal eben da hinten. Habe ich das schon alles rausgeholt? Ja. Dann muss ich ja gar nicht dran. Dann machen wir es nämlich noch den. Ja, den dritten Dimensional. Achso, ich muss das ja wieder. So. Zack. So, versuchen wir das mal so. Der ist disabled. Der pumpt hier rein. Sendfilter. Items. So. Wir nennen das jetzt aber Seed Farm. Und hinzufügen und der sendet das. Und einfach damit der leuchtet, lassen wir den Strom receiven. Nur damit der schön leuchtet. So. Jetzt brauchen wir einen Importer. Improved Prozessor und Destruction Core. Das ist Basic Prozessor. Können wir das sogar machen? Perfekt. Können wir das nicht komplett machen? Ne, den Improved Prozessor, das ist der mit Gold. Gucken, was ist denn hinten alles schon drin? Ich hätte eigentlich das Gold oder so direkt schon mitnehmen können, ne? Weil wahrscheinlich es fehlt nur das Gold. Beziehungsweise das Gold müssen wir noch einschmelzen. Können wir aber mal eben machen. Gold, 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 Gold. Nehmen wir das mit. Und dann tun wir es in den Alloy-Smelter. Der war da hinten.
Zack. Und wir warten kurz auf das. So. Das geht ja auch ein bisschen schneller. Ich habe nämlich vorhin ein. Das geht gar nicht schneller, weil das Ding gar nicht an einem Controller angeschlossen ist, wie es hätte, wie es sein müsste. Jetzt geht es aber halt ein bisschen schneller, weil ich habe zwei Speed-Upgrades gemacht. Damit das alles ein bisschen schneller funktioniert. So, ich nehme mal schon mal zwei raus. So, den Importer. Das ist dann so. Die Kabel haben wir jetzt gerade keine mehr dabei. Das können wir aber noch eben holen. Wo haben wir die denn liegen? Da. So, und der received jetzt noch das. Und die werden hier abtransportiert und dann. Hier, da sieht man gerade, die Netherseeds werden mehr. Es funktioniert. Wir haben jetzt gerade unsere Seedfarm in dem Sinne automatisiert. Sie ist bei uns am SB-System angeschlossen. Sehr, sehr geil. Jo, ist das cool. Ja gut, die wird jetzt einmal noch leer gesaugt. Das dauert halt ein bisschen und wir müssten dieses Speed Up. Grade hier. Davon brauchen wir noch ein paar. Aha, okay, die kann man nicht stacken. Auch scheiße. ach ja, fuck. Wir müssen Zuckerrohr anpflanzen, meine Freunde. Oder kann ich das eventuell? Nö, kann ich nicht. Kann ich in eventuell. Das kann ich ja nur an Wasser anpflanzen. Wasser habe ich gerade hier keines. Das heißt, ich gehe auf den Kurs rüber. Dass ich dann eventuell die Sugarcanes da reinlegen kann in diesen Garden Globe. Glove? Wie auch immer. Mal ausprobieren. Ansonsten pflanzen wir das hier an und dann schlüpfen wir, glaube ich, mit Bone Meal dürfte das gehen, glaube ich. So. Irgendwie hat er keine Energie. Die haben alle keine Energie. Ich lasse den auch mal den Strom receiven, dann dürfte das eigentlich hier rausgehen, der Strom auch. Und dann dürfte der hier wieder Strom haben. Perfekt. Alles klar. Kinder, ei, ei, Captain. Ach du Scheiße. Mach mal die Truhe mal hinten eben ein bisschen leer. Mal zack, zack, hier mit dem Cursor einmal durchflitzen. Dann haben wir die relativ zügig gleich leer, obwohl wir die eigentlich auch. Insert. Extract, das dürfte die. Der da rausziehen. Perfekt. Und pumpt das hier mit rein. Aber Zuckerrohr. Erntet der, glaube ich, jetzt gerade gar nicht, oder? Problem am Zuckerrohr ist, ich sehe nicht, wie weit der ist. Nee. Das ist nicht gut. Ich gucke das mal ganz kurz nach. Ich glaube, ja, dann. Kloch, Kloch, Kloche. Ach, mit Sand. Brauche ich Sand für. Okay, dann Sand habe ich noch ein bisschen Sand im M. Ja, da ist Sand. Macht ja auch Sinn. Die wachsen ja eh auf Sand besser, dass die dann hier in dem Ding lieber Sand hätten.
Lol. Das sieht irgendwie, das sieht seltsam aus. Pumpt der hinten nicht ab oder ist der einfach... Das Gefühl, der pumpt hinten nicht weiter ab. Doch, tut er. Aber es ist halt ein bisschen langsam. Sugar Upgrade. Und ich pack die Speed Up Plates jetzt gleich mal hier rein. Und theoretisch müsste ich auch ein Stack-Upgrade machen. So, mal kurz sehen. Sieht man irgendwo, dass sich was... Da wächst gerade der Zuckerrohr hoch. Ah, perfekt. Zack. Die Upgrades, das war mit dem mit Gold. Dann hole ich noch mal kurz ein bisschen Gold. Lululululu. Gold haben wir ja hier... Noch ein bisschen gemacht. Huch. Nein. So. Dann brauche ich noch ein bisschen Redstone. Das packen wir dann hier rein. So. Dann müssen wir noch eben... Ich speed das hier nochmal kurz was ab. Ist das nicht cool? Das Ding, das werden wir dann auch irgendwie noch ein bisschen besser machen, sodass wir jeden Seed, also alles, was wir anpflanzen könnten, beziehungsweise und auch halt, was wir auch brauchen. Ne? Ich werde jetzt hier nicht davon, ich weiß jetzt nicht, was wir hier an Essen anpflanzen können, das werde ich nicht machen oder sowas. Und das Schaf im ME-System, das gefällt mir gerade gar nicht. Verpiss dich. Ja, ich weiß, du willst gehen, aber ich bring dich um. Wie weit ist er? Auch schon ein paar fertig. Sehr gut. Upgrade. Brauche ich das hier? Machen wir den hier und den hier. Zack. Fehlt uns Glas. Toll. Dann habe ich nur noch 24 Stück. Das ist nicht viel, aber für ein bisschen Glas reicht es. Und ich muss echt gucken, dass ich dann auch noch ein bisschen mehr Glas mache. Um die Fenster zuzumachen und dann die Türen rein und dann mache ich auch noch Türen rein und so, damit wir nicht andauernd die scheiß Tiere rumhüpfen bei uns in der Bude. So. Weil ich würde jetzt ja mal gucken, wie das ist, wenn ich ein Stack-Upgrade in den hier reinmache. Dafür brauche ich nämlich noch, aber halt noch ein paar Dingsies. So, Sugar habe ich. So. Dum, 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 dum. So. Jetzt das Stack. Ja, Stack mit G natürlich. Ist das nicht mit Zucker? Das sieht aus wie Zucker, doch. Ach, Zucker ist ja noch hier drin, ne? So. Jetzt packen wir hier ein Stack-Upgrade rein. Ja, guck mal, das geht doch richtig fit. Ne, und dann machen wir hier noch. Was fehlt uns jetzt noch für die normalen Upgrades? Wieder Glas oder haben wir noch Glas? Und es fehlten die hier.
Uns fehlt Glas. Toll. Ach, Glas ist ja noch drüben. Haben wir ja noch. Hahaha. Ich habe ja nur ein bisschen was mitgenommen. Dö, 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 dö. So, so, zack, 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 zack. Zack, ich mache einfach mal Profil über Können. Ist schon ein bisschen was. Dann brauche ich noch mehr Zuckerrohr. Sehr, sehr cool. Ich feiere das mega, dass das so viel jetzt ist. So und so, dann wird ein Schuh draus. So, den packen wir direkt nochmal dahin, damit er nochmal ein bisschen speedet. Die kann man auch nicht stacken. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Finde ich mir ein bisschen kacke, dass die hier den ganzen Platz, Inventar zumüllen. Boah, ich liebe diesen Soundtrack, ne? So, und hier nochmal drei Stück rein und dann. Ja, guck mal, jetzt fegt er die alle wieder, die jetzt leer fegt. Sehr cool, sehr, sehr cool. Der ist volle Pulle, super. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann drückt halt nach unten, aber könnt trotzdem nach oben drücken, wenn ihr wollt. Fände ich cool. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und da denke ich mal, beschäftigen wir uns entweder hiermit, dass wir das schöner machen, oder wir verfrachten den Reaktor auf eine andere Insel und machen die mit groß und so halt, ne? Ein bisschen größeren Reaktor und die Insel ein bisschen schön und sowas, halt, weil das direkt auch schön in Szene gesetzt wird. Gut, dann haut rein. Bis denn. Tschüss.